Ihr wollt Industriemechaniker werden und seid kurz davor, einen Einstellungstest zu schreiben, dann seid ihr hier genau richtig. Gute Leute, mit diesem Video will ich euch ein bisschen unter die Arme greifen. Ob ihr jetzt Schulabgänger seid oder Studenten, einen Einstellungstest solltet ihr niemals unterschätzen. Deswegen solltet ihr euch rechtzeitig dafür vorbereiten. Die Einstellungstests können von Firma zu Firma unterschiedlich sein, je nachdem, auf welchem Gebiet die Firma aktiv ist. Die Themen im Bereich der Ausbildung Mechatronik, Industriemechaniker und Zerspannungsmechaniker sind meistens jedoch sehr, sehr ähnlich. Die Themen mit der höchsten Wahrscheinlichkeit werde ich euch heute in diesem Video vorstellen und dabei zeigen, wie ihr sie am besten üben könnt. Die Themenbereiche, die ich ansprechen werde, sind Deutsch, Englisch, Geografie, Mathematik, Physik, logisches Denken, räumliches Denken und Erinnerungsvermögen, / Stressbewältigung. Punkt 1. Deutsch. Ob ihr die deutsche Nationalität besitzt oder nicht, ist eigentlich egal. Auf jeden Fall solltet ihr der deutschen Rechtschreibung geläufig sein. Ihr solltet euch am besten spezielle Fälle der Rechtschreibänderung und der besonderen Schreibweise heraussuchen. Beispiel hierbei wäre Schifffahrt, Schifffahrt und Schifffahrt. Alle drei Sachen werden genau gleich ausgesprochen, aber nur eins der drei ist richtig und das müsst ihr herausfinden in diesem Test. Ein weiteres Beispiel wäre nämlich, nämlich und nämlich. Alle drei Sachen werden gleich ausgesprochen, aber nur eins wird richtig geschrieben. Punkt 2. Englisch. In Englisch war ich noch nie gut, jedoch habe ich mir immer gesagt, dass ich Englisch eines Tages brauchen werde. In welchem Umfang auch immer. In meiner Freizeit zocke ich gerne ein Multiplayer-Online-Rollenspiel, wodurch ich viel Kontakt zu anderssprachigen Personen bekommen habe, was meine Sprachkenntnisse natürlich wesentlich verbessert hat. Ich will euch dabei nicht das Lernen durch Zocken empfehlen. Ich möchte euch damit einfach nur sagen, dass es das Beste ist, die Sprache im alltäglichen Gebrauch natürlich am besten zu lernen. In Einstellungstests mit Englisch wird meistens euer Satzverständnis geprüft. Meistens kommen Sätze vor, in denen ihr auch Wörter einsetzen müsst. Punkt 3. Geografie. Der Themenbereich Geografie ist im Test eines der schwereren Themen gewesen für mich, aber eigentlich sollte man sich selbst in seiner Freizeit die Zeit nehmen, um hier sein Allgemeinwissen aufzufrischen. Diese Sachen sollte eigentlich jeder relativ schnell können. Es können Hauptstädte, Bundesländer und europäische Länder abgefragt werden. Beispiel Frage wäre jetzt hier: Nennen Sie alle Bundesländer des heutigen Deutschlands. Punkt 4. Mathematik. Mathematik ist das Fach, was ich immer am meisten gehasst habe. Da ich damals in der Schule relativ schlecht in Mathe war, habe ich mir vor meinen Tests echt die Sorgen gemacht. Aber die Sorgen waren eigentlich nicht begründet. Mathe im Bereich des Industriemechanikers ist relativ leicht zu lernen und ich glaube, die Art, wie Mathe in der heutigen Schule beigebracht wird, hat erst das Desinteresse bei mir ausgelöst, natürlich auch durch mein eigenes Desinteresse, weil ich einfach nicht wusste, wofür ich Mathe in Zukunft gebrauchen könnte. Aber ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Hier werden einfache Grundrechenregeln wie Addition, also Plus, Subtraktion, Minus, Multiplikation, Mal und Division geteilt abgefragt. Zusätzlich kommt die Zinsrechnung, also Prozentrechnung, und die Dreisatzrechnung dran. Natürlich versteht man unter mathematischer Fähigkeit auch das Verständnis von mathematischen Reihenfolgen und deren Weiterführung. Dazu zählt auch die Weiterführung von Buchstabenreihenfolgen. Als Beispiel für eine Zahlenreihenfolge habe ich jetzt hier 1, 3, 6 und 27. Ihr seht schon, von 1 bis 3 ist natürlich 3, von 3 bis 6 natürlich 3 und dann immer so weiter. So müsst ihr dann sozusagen die Reihenfolge ergänzen. Als Buchstabenreihenfolge seht ihr jetzt hier rechts, etliche Fs mit, ein paar Ts in der Mitte. Und das wäre dann sozusagen die Bestimmung, oder die Frage lautet meistens, wie viele Ts befinden sich in diesem Satz? Und dann müsst ihr natürlich dann die Ts aus diesem F-Satz herauszählen. Ein weiteres wichtiges mathematisches Thema ist der Bereich der Geometrie. Ohne die Fähigkeit, geometrische Formen zu erkennen, also ein Quadrat ist natürlich auch kein Dreieck, und zu berechnen, werdet ihr nur sehr, sehr schwer Zeichnungen und Konstruktionen verstehen können. Bringt euch also die Grundlagen der Flächenberechnung
bei, das ist sehr, sehr wichtig, beispielsweise die Flächenberechnung eines Dreiecks, Quadrates, Rechtecks und eines Kreises, natürlich aber auch die Volumenberechnung von 3D-Körpern, wie zum Beispiel Pyramide oder einem Zylinder. Punkt 5, Physik. Physik umfasst im Fachgebiet des Industriemechanikers einen sehr, sehr großen Bereich, den man ohne eigenen Lernwillen nicht verstehen kann. Deshalb solltet ihr für den Test die Umrechnung und die Bedeutung von Einheiten beherrschen. Beispiel hier 1 Meter entsprechend 1000 Millimetern. Und da ihr Mechaniker werden wollt, ist euer Hauptthema die Mechanik. In den meisten Tests werden Aufgaben mit Konstruktionen und deren mechanischer Funktion abgefragt werden. Beispiel wäre jetzt hier mehrere Zahnräder und Zahnrad 1 dreht sich links herum. Dann wäre die Frage, in welche Richtung dreht sich Zahnrad 7. Und durch die Mechanik kommen wir zum nächsten Punkt. Punkt 6, logisches Denken und räumliches Denken. Wenn ihr später Industrie-Zerspannungsmechaniker oder Mechatroniker werden wollt, müsst ihr auch 3D-Körper verstehen. Dazu werden Oberflächen eines 3D-Körpers abgebildet, wobei ihr sagen müsst, welche abgebildete Seite zu diesem Gegenstand passen würde. Um den Stand des logischen Denkens abzufragen, werden in den meisten Fällen Matrizen benutzt. Eine Matrix ist eine Ansammlung von Formen, die in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen und dementsprechend angeordnet sind. Ihr müsst nun herausfinden, was für ein Verhältnis das ist und wie die Matrizen zueinander zu vervollständigen sind. Punkt 7, Erinnerungsvermögen, Stressbewältigung. Ihr werdet euch vielleicht fragen, warum ich das Erinnerungsvermögen auch als Punkt einbringe. In jedem genannten Punkt steckt ein bisschen Erinnerungsvermögen. Jedoch gibt es Firmen, die speziell nur das abfragen. Beispielsweise wäre jetzt hier eine Biografie einer Person, die ihr auswendig lernen müsst, in einer bestimmten Zeit oder mit eingeschobenen anderen Aufgaben. Das wäre zum Beispiel, ihr müsst ganz am Anfang die Biografiedaten der Person auswendig lernen. Dann kommt Physik dran, Mathematik und Geografie und danach erst werden die Biografiedaten dieser Person abgefragt. Es kann natürlich auch sein, dass ein Stadtplan der Region drankommt, aber wenn ihr euch über den Standpunkt der Firma und über die eigentliche Firma euch gut informiert habt, dürfte dieser Punkt überhaupt kein Problem sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und geholfen. Wie immer kommentieren, abonnieren und wenn ihr auf das Abonnieren-Knöpfchen drückt, dann denkt bitte an die Klingel an der Seite, denn ohne diese Klingel bekommt ihr keine aktuellen Videos mehr hinein. Und bis dahin, wenn wir uns dann beim nächsten Video sehen, wünsche ich euch alles, alles Gute, viel Erfolg und ihr könnt ja mal in die Kommentare hineinschreiben, ob euch das Video geholfen hat und wie eure Einstellungstests gelaufen sind. Ansonsten sehen wir uns wie immer bei den nächsten Videos. Haut rein, Leute, und tschüss.